Und dann herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Zwei Wochen mit The Crew. Dann mit den Weihnachtsfeiertagen mit Silvester und alles, Familie dort, bla bla bla. Und bin ich nicht dazu gekommen, irgendetwas hier zu machen. Lief alles etwas schlechter als geplant. Und ja, wir fangen jetzt im neuen Jahr dann doch endlich mal mit der Crew an. Ich muss leider gleich gestehen, ich habe es schon mal angezockt, das heißt, wir spielen nicht von Anfang an. Sollte es irgendwie möglich sein, das Spiel neu zu starten, würde ich neu starten und die Teile nachliefern. Wir werden uns jetzt mal hier die Karte sein. So, dann sind wir schon im Spiel. Wir haben hier jetzt einmal zurück hier. Wir haben jetzt hier mal die Story vor uns. Und dazu werden wir hier einen Wegpunkt Blitzreise spielen. Wir werden uns hier mal einen Wegpunkt setzen, damit wir gleich mal ins Spiel starten und mal eine Runde driven können. Sollten wir vielleicht auch mal hier wieder rausgehen aus der Karteneinsicht. Okay, Alex. Bereit? Los geht's. Holen wir dein Tattoo. Die erste Mission ist auf der Karte. Ah, und da fahren wir jetzt auch hin. Halt. Ich habe wieder mal vergessen. So, jetzt. Weil das Spiel läuft ja nicht über WASD, sondern über die Pfeiltasten. Das glaube ich könnte man auch ändern. Und ja, wir spielen mit einem Dodge. Nicht so wie die anderen, wo alle den. Du solltest mir
mehr Erfahrung sammeln, Camaro benutzen. Wir werden mal mit der hier fahren. Halt, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier. Also ihr seht schon, ich bin Stufe 2. So weit bin ich noch nicht vorangeschritten. Ich habe es nur mal kurz angezockt. Und habe das dann eben festgestellt. Wir haben ja noch jetzt 1 Kilometer noch circa. Was ist denn das hier? Moment, Detroit ist mein altes Revier. Halt. Es ist 5 Jahre her, Alex. Als Schiff V8 wurde, hat er die ganze Crew deines Bruders ausgebotet. Keiner kennt dich. Und wenn dich jemand im Polizeicomputer sucht, findet er meinen gefälschten Eintrag. Wollen wir es hoffen. Sehr schön. Gucken wir uns mal das Video hier an. Eine Sehenswürdigkeit, der Central Market. Oh, haben wir erledigt. Fahren wir gleich mal weiter zum Rennen jetzt. Ach, da fahren wir einfach durch. Egal. Ich möchte einzeln spielen. Nicht im Koop. Wir spielen einzeln. Erforderliche Fahrzeugstufe 11. Müssten wir doch haben, glaube ich. Wir werden auch als Erster im Ziel sein. Keine Angst. Werde Erster oder die ganze Operation ist gelaufen. Ja. Wir haben Fahrzeugstufe 12, das heißt, wir sind eine Stufe höher. Oh, 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 oh. Du bist vorne, bleib da. Ja, ach nee, ich habe eigentlich auch vor, das Rennen zu gewinnen. Ja. Das ist der einzige Nachteil an dem Wagen hier. Er ist relativ schwierig im Handling. Wir sind noch am Anfang, das heißt, die Rennen sind noch einigermaßen leicht. Wow. Ah, jetzt hätte es uns fast gedreht. Wir haben noch 2 Checkpoints vor uns, bis wir im Ziel sind. Die Bullen sperren für uns die Straße ab. Sehr schön. Freut mich. Das war nichts mit dem Driften. Das ist es, der letzte Checkpoint. Bei dem Spiel muss ich so unbändig konzentrieren, wenn man fährt. Und da sind wir schon im Ziel. Unser Wagen sieht aus miserabel. Miserabel. Nur Bronze? Ach, weil ich da ein paar Mal angeeckt bin wahrscheinlich. Werden wir es mal ausstatten gleich. Ja, das ist es mit diesem Anecken, glaube ich. Naja, wir fahren mal fort. Das kann man immer noch spielen. Diese Goldjagd kann man später immer noch machen. Kenne ich dich?
Solltest du. Ich bin Troy. Ich bin in der V2. Du willst ein 510-Tattoo? Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Vielleicht melde ich mich. Alex, du bist jetzt auf Troys Radar. Dein Schlüssel zu den 510s. Check die Karte auf Missionen und folge jedem Hinweis und mach dir einen Namen. Fahre. Bring dich rein in die Organisation. Ich weiß, wie das geht, Zoe. Du kannst fahren, deshalb habe ich dich genommen. Aber das hier ist anders. Jeder geknüpfte Kontakt, jedes gewonnene Rennen, jede gefahrene Meile bringt mich näher an Coburn und dich an den Mörder deines Bruders. Ist gut, ist gut. Hast du verstanden? Logisch. Dann legen wir los. Aber was ist jetzt das hier? Ist es jetzt ein Rennen, was wir schon gemacht haben oder was wir machen können? Hör zu, ich will dir was sagen. Ich habe hier eine Lieferung für einen Spezialkunden. Spezialkunde? Schmierst du einen Richter oder was? Was in der Art? Wir haben hier jetzt irgendein... Was ist das? Tempotest. Gut. Wir haben schon mal wieder versagt. Denn die Goldmedaille ist uns schon wieder weit weg. Aber ich habe das irgendwie nicht gecheckt, wie das jetzt hier genau funktioniert, aber das ist ein Tempotest. Oh, wie benutzt man jetzt nochmal Nitro? Leute, ich... Wir machen das nochmal. Irgendwie ein paar Punkte werden wir doch hier holen können. Das gibt's doch nicht. Gold holen wir auf jeden Fall nicht, aber wir haben Silber geholt. Das heißt, wir haben jetzt bekommen Tempo-Bonus ausstatten. Fortfahren. Alter. Ja, ja, ist schon gut mit deiner Wiki. Ja, mal das nächste Karriere, Kampagnen, Rennen, wenn wir nochmal einzeln spielen. Werden wir schon schaukeln hier. Sei vorsichtig damit. Eine Schramme in den Wagen und ich mach dich fertig. Alles klar, ich mach ihn kaputt. Ich sag's dir nur einmal. Liefer den Schlitten ohne Schramme ab. Ohne Schramme. Ein bisschen schneller als deine üblichen Kisten. Der ist für Asphalt. Kannst ihn ruhig treten. Aber machst du ihn kaputt, gibt's Ärger. Nee, ja meiner. Kriegst 9 und juckt mich relativ wenig. Aber keine Angst, ich mach ihn schon nicht kaputt. Kriegst keine Schramme ab. Schaffen wir, jawohl. Oh, 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 das war. Jo. Hey, was machst du hier? Schaffen wir auf jeden Fall. Und dadurch. Wow. Hey, ich will den Wagen echt nicht kaputt machen. Noch eine Minute für 2,2 Kilometer. Ich glaube, wir hätten doch und schneller fahren sollen. Wen ist der Wagen? Wir haben hier ständig hohen 510-Besuch. V6. Ich plane ein oder zwei kleine Willkommensgeschenke. Schmiert das Getriebe. Was ist mit dem V8? Kommt der auch mal? Noch nicht. Aber wenn ich mein V4 hab, vielleicht. Fuck, jetzt haben wir eine Schramme reingemacht. Ja. Noch eine Minute. Oh! So war das natürlich nicht geplant. Fahr die
zu Schrott. Schaffen wir eh nicht mehr wahrscheinlich. Na los, mach, du bist fast da. Trotzdem, ich habe die Karre jetzt zu Schrott gefahren. Und das nervt mich. Und zwar wie noch was. Und deswegen werden wir das wahrscheinlich jetzt nochmal machen, weil die Karte ist jetzt Schrott. Mission erfüllt? Ja, wir sind Stufe 3. Alle deine Autos werden in 2 Stufen verbessert. Ein Modpunkt verdient, eine Mission freigeschalten. Fortfahren. Ah, doch Silber? Obwohl wir die Karre fast zu Schrott gefahren haben? Wow. Beschleunigungsbonus. Ausstatten. Fortfahren. Park ihn so, dass der V6 ihn auch gut sehen kann. Nicht mehr lange, Junge. Sobald ich diesen verdammten Start schmeiße, kriegst du dein Tattoo und ich meine scheiß Yacht. So, haben wir jetzt hier irgendwie... Moment mal. Karte? Karte, ja. Stimmt schon, da wollen wir hin. Story-Missionen. Na doch, das ist die Story-Mission hier, die wir machen müssen. Oder hier? Wegpunkt setzen. Oder können wir die hier doch machen? Ansagssystem. Mich würde jetzt mal interessieren, haben wir die jetzt schon gemacht oder nicht? Aber das ist anscheinend unsere nächste Story-Mission hier. Da fahren wir auf jeden Fall noch hin. Das sind ja nur 6, nichts Kilometer, also 6 Kilometer. Die haben wir ja gleich erledigt. Was haben wir jetzt hier wieder für einen Punkt? Was ist das? Tempotest. Nein, 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 bleib stehen. Oh, Gott sei Dank ist der Bus nicht weitergefahren. Ich hätte ihn getötet, den blöden Bus. Nein, 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 somit ist die Mission für den Arsch. Verdammte Scheiße. Ah, die mache ich nochmal. Nee, die mache ich nochmal. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen hier. Wir können es zwar ausstatten. Kann ich das nochmal machen? Noch einmal. Einmal Rückwärtsgang einlegen. Dass wir schon mal Speed drauf haben. Und auf geht's. So. Nein, 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 nein. Jetzt haben wir wieder nur, Silber. Das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Naja, wir belassen es mal bei Silber. Was haben wir jetzt hier bekommen? Bremsbonus. Fahrzeugstufe 17. Werden wir mal auf jeden Fall mal ausstatten hier. Ja, lassen wir es jetzt mal. Wir können das ja später noch machen. Alles auf Gold. Jetzt haben wir noch 3 Kilometer, dann sind wir am Ziel. Da glaube ich, haben wir schon wieder... Was haben wir da vorne jetzt für ein Event? Yo, hab einen Job für dich. Irgend so ein Penner mit einer fetten Karre spielt sich in meinem Revier auf. Zieh ihm die Ohren lang. Location ist auf der Karte. Ist das nochmal so ein Speedtest?
Wow, 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 wow. Sprungtest. Das gibt Gold. Das gibt Gold. Ja. Grip-Bonus. Ausstatten. Ja, noch 200 irgendwas Meter. So, wir sind jetzt hier bei der Mission. Bei der Kampagne, bei der Story-Mission. Aber die werden wir im nächsten Part machen. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Teil, wenn es wieder heißt Let's Play The Crew. Bis dahin, ciao, aber die Ring.